Palforze, ein neues orales Medikament gegen die Erdnussallergie bei Kindern. Depressionen und psychische Erkrankungen im Erwachsenenalter haben oft mit Stresserfahrungen im Kindesalter zu tun, mit welchen Zellen das zusammenhängt und wie wir damit arbeiten können. Schlaganfall geht oft mit tödlichem Ausgang aus und nimmt aber auch viele Zellen und Gewebestoffe um sich herum mit. Die Forscher haben einen neuen Ansatz gefunden, die Glykolsäure. Was kann sie bewirken? Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr heute bei der nächsten Pharma-News-Ausgabe dabei seid. Sprechen wir über die Erdnussallergie. Das ist etwas, wovor die Eltern immer eine riesen Angst haben. Unser Kind hat eine Erdnussallergie. Das bedeutet nicht nur, dass wir sämtliche Lebensmittellisten von und bis durchlesen, sondern wir müssen wirklich die ganze Umgebung sensibilisieren. Wenn das Kind irgendwo zu Besuch ist, darf es wirklich nichts essen, wo die Liste vorher nicht von der Mutter abgesegnet ist. Denn bereits die kleinsten Spuren können einen tödlichen Verlauf nehmen. Für solche Fälle wurde ein neues Medikament vor 6 Monaten in Europa auf den Markt gebracht. Das Medikament Palforze hat den Vorteil, dass die Kinder damit sensibilisiert werden können. Sie haben sich nicht verhört. Man wendet es bei den Kindern zwischen 4 bis 17 Jahren an. Die erste Anwendung wird wirklich von den Allergologen in der Klinik vorgenommen. Die Kinder werden dort auf oralem Weg, also es ist wirklich in Tablettenform auf dem Markt, die Kinder werden dort anfangs sensibilisiert, einfach unter wirklich strenger ärztlicher Kontrolle. Das beinhaltet die Erdnussproteine in aufbereiteter Form und das Ziel ist, man steigert diese Therapie wirklich alle 2 Wochen, so dass nach einem halben Jahr man eine Erhaltungsdosis im Blut des Kindes hat. Unser Ziel ist 1000 Milligramm von dem besagten Erdnussprotein dann im Blutkreislauf zu haben. Die Kinder sprechen unheimlich gut darauf an, was bedeutet das für das Leben ihres Kindes. Das bedeutet, dass das Kind 4 Erdnüsse gefahrlos anschließend nach so einer erfolgten Sensibilisierungstherapie zu sich nehmen kann. Für viele hört sich das wirklich nicht nach viel an, aber dabei soll es nicht ein Freifahrtschein dafür sein, dass die Kinder wirklich jetzt bei einem Erdnussriegel reinhauen dürfen, sondern es soll wirklich auf diese Spuren abzielen, wenn das Kind zufällig in ein Erdnuss-Sandwich gebissen hat, dass es dann wirklich keine schlimmen Folgen nimmt. Und ich denke, für die Eltern unter uns ist das wirklich ein Know-how. Es ist wirklich eine Erleichterung. Wir können uns danach gut zurücklehnen. Die Forscher an der Universität in München haben herausgefunden, dass die Fadenwürmer uns noch was beibringen können. Ihr erinnert euch vielleicht an mein Video über den Wurmbefall und dass wir mit den Würmern auch wirklich gerne forschen. Damals habe ich über die Richtung Neurodermitis gesprochen und jetzt wurde festgestellt, dass Fadenwurm im Körper beim Austrocknen Glykolsäure von sich gibt. Dadurch kann er wirklich bis zu 100% von seinem Eigengewebe noch am Leben lassen. Und genau die Glykolsäure haben die Forscher sich jetzt zu eigen genommen und haben geschaut, was passiert bei den Patienten mit Schlaganfällen. Denn nach einem Schlaganfall, auch wenn der Grinsel jetzt rechtzeitig entfernt wurde, operativ oder mit den Medikamenten aufgelöst, bleibt trotzdem ein enormer Gewebeschaden von 70%. Und wenn man bedenkt, dass die Glykolsäure jetzt solche enormen Erfolge mitbietet, sehen die Forscher wirklich eine Zukunft darin. Die haben sogar ein Start-up-Unternehmen darüber gegründet und wollen nachweisen, wie sie Glykolsäure jetzt in der Post-Schlaganfall-Therapie einbringen können. Dadurch schützen sie A, das umliegende Gewebe, was zugrunde liegt, aber auch die Sterblichkeit bei den Schlaganfällen soll durch den neuen Therapieansatz deutlich abnehmen. Depressionen und andere psychische Erkrankungen zählen leider in unserer heutigen Industriewelt mit dem Burnout, mit vielen depressiven Verstimmungen, nicht zuletzt mit Covid oder dem schlimmen Wetter, einfach zu den alltäglichen Sachen. Wir schauen, wie wir die therapieren, wir versuchen den Status zu erhalten, den Patienten einfach auch arbeitsfähig
zu lassen, damit er nicht wirklich noch in eine Arbeitslosigkeit fällt und in noch eine tiefere Krise. Aber wo sind die Ursachen? Die Forscher in Mainz haben herausgefunden, dass die Ursache an einem Ort zu suchen ist, den wir bisher immer so ein bisschen vernachlässigt haben. Und zwar die Gliazellen. Man weiß, dass sie rund die Hälfte aller Gehirnzellen ausmachen, aber man hat etwas vernachlässigt, dass sie mit den anderen Nervenzellen, mit den Neuronen, ständig kommunizieren. Und diese Kommunikation, die hat man jetzt nie ins Augenschein genommen. Und zwar die frühkindlichen Stresserfahrungen. Die werden von niemand anderen als diesen Gliazellen aufgenommen, gespeichert und über die Natriumkanäle an die Neuronen kommuniziert. Und genau diese Natriumkanäle sind später auch dafür zuständig, in dieser ganzen Neuronenkaskade, in dieser ganzen Nervensystemkaskade, dass die Depressionen hervorgegangen durch diese frühkindliche Meldung der Störung, der Belastung, die sind dafür verantwortlich, dass dann später depressive Verstimmungen und andere psychische Erkrankungen entstehen. Man geht jetzt an den Ansatz und sagt, wenn wir die Natriumkanäle also behandeln können, quasi diese Reizweiterleitungskette unterbinden können, haben wir ganz neue Ansätze auf einmal und können vielleicht nicht nur mit Antidepressiva die neurologischen Störungen behandeln, sondern gleich von vornherein einfach diese frühkindliche Meldung der Spätschäden unterbinden und so gar nicht erst zu einer psychischen Erkrankung oder Depression führen lassen. Wir sind gespannt, wie da die Forschungsergebnisse weiterlaufen werden. Bleiben Sie also dran. Für euch immer die aktuellsten Pharma-News von mir, eurer Apothekerin Ina. Nicht vergessen, den Kanal auch noch zu abonnieren. Es kostet euch nichts. Like für mich und liebe Grüße und schönen Tag noch. Ade.